Meiner Frau ist neulich was total Komisches passiert. Die ist Schauspielerin und dann wurde die 30 und hat über Nacht einfach gar keine Rollen mehr bekommen. Und wir dachten natürlich so, woran liegt denn das? Und dann wurde uns erklärt, das ist ein technisches Problem. Ne? Fernsehkameras in Deutschland kriegen Frauen über 30 einfach nicht mehr scharf. Ah, ne? Klar, man will jetzt den Zuschauern keine unscharfen Frauen zeigen. Meine, natürlich nicht. Ne? Und deswegen war sie einfach Anfang 30 nochmal an der Uni. Super Sache. Deswegen haben wir jetzt die Platinkarte von Jacques Weindepot. Win-win. Ne? Hieß aber auch, alle ihre Kommilitoninnen waren Anfang 20. Ich bin Anfang 40 oder, bis ich herausstellte, oh mein Gott, super old. Einmal haben wir auf einer Party Tabu gespielt und ich habe 60 Sekunden lang total gut erklärt, wer Kurt Felix ist. Musste keiner. Am Ende war ich echt genervt, gesagt, Leute, echt, komm, ey, verstehen Sie Spaß? Hat die eine gesagt, ja, aber Sie anscheinend nicht. Später hat die gleiche mich gefragt, ob ich bei Wer wird Millionär ihr Telefonjoker sein würde. Da habe ich gedacht, wie schlimm muss denn um die bestellt sein, wenn sie glaubt, dass ich zur geistigen Elite gehöre? Ich weiß auch nichts. Immerhin weiß ich, dass ich nichts weiß, ne? Sokrates, genau. Ganz genau. Den musste ich nächste Runde erklären. Bei Tabu wusste auch keiner. Ein Teufelskreis. Die eine von denen, die Melly, die hat einen Instagram-Account für ihren Hund. Warum nicht? Okay? Warum? Aber warum nicht? Kann sie ja, lasse ich unkommentiert. Und sie macht dann so Fotos von ihrem Hund und dann so kleine Sprechblasen und da steht so auf Instagram so, hallo Leute, heute im Park habe ich meinen Bum Bum Balli verloren. Da war ich echt richtig, richtig traurig. Aber dann hat mein Frauchen mich getröstet mit einem Lecky, Schmecky, Snacky. Melly ist voll nett. Melly ist voll lieb. Wirklich. Mich irritiert so ein bisschen, dass sie den Mund so dauernd offen lässt und niemals schließt, nicht mal bei den Buchstaben, bei denen es eigentlich nötig wäre. M und W und P werden mit der gebleachten Vorderzahnfront artikuliert, damit sie den Mund nicht zumachen muss und aus Versehen eine Sekunde nicht voll süß aussieht. Ich hoffe einfach, die Alien-Archäologen finden in 100 Jahren nicht zuerst ihr Handy und denken, wir waren alle so. Melly und ihre Best Friends Forever, wuhu, Nisi und Simi, sind seit der Oberstufe zusammen mit ihren Boyfriends Tore, Finn und Joris. Und es ist auch voll schön, weil die haben feste Regeln. Freiwillig, genau. Regel Nummer 1, man macht alles zusammen. Studieren, essen, Pippi, einfach alles. Regel Nummer 2, einmal die Woche gibt es einen Mädelsabend mit Lecco, Schmecco, Prosecco und einen Jungsabend mit Bum Bum Balli und Bier, weil Klischees überleben nicht einfach so, man muss das aktiv wollen. Und Regel Nummer 3, das ist die wichtigste, damit die Mädels nicht eifersüchtig werden, sind die Jungs freiwillig, niemals alleine mit anderen Frauen im selben Zimmer. Aha, warum denn? Genau. Weil die Jungs die anderen Frauen dann beschlafen wollen könnten, ist ja klar. Die Frage ist irgendwie nie, ob diese anderen Frauen das auch wollen oder ob die irgendwas dazu zu sagen hätten, vermutlich nicht. Aber vielleicht sind so kurz angeleinte Alpha-Männchen-Anwärter wirklich nicht Herr ihrer Triebe und würden wirklich bei jeder Gelegenheit mit jeder. Und das wäre auch normal, weil das ja die Natur sitzt. Ich frage mich, ob sie sich zur Begrüßung am Arschloch riechen. Auf den letzten 12 Hochzeiten, auf denen ich eingeladen war, waren die Brautpaare im Schnitt 23 Jahre alt. Und es gab das ganze amerikanische Rundum-Paket. So mit dreitägiger Bachelorette-Party für 350 Euro pro Person. Woohoo! Einem 8-stöckigen Naked Cake. Yay! Und auf einmal, total spontan, überhaupt nicht vorhersehbar, tanzt das Brautpaar diesen einen Tanz aus dem einen TikTok-Video. Und alle so, oh mein Gott, Melly voll synchron. Und in dem Haus, wo wir noch nie waren, aber beim Wedding Day ist einfach die Event-Location. Hier, wie heißt es? Kirche? Liegen so kleine Taschentuchbriefchen für Freudentränen und wehe, du weinst nicht, du Stein. Und kleine Plastikherzchen, Plastikengelchen, Plastikseifenblasen. Am Ende wird eine Kollekte gesammelt für saubere Ozeane. Hashtag I love turtles. Und das allererste Lied ist jedes Mal nach 5 Minuten. Danke für diese schöne Trauung. Ich denke mal, ja echt? Jetzt schon cool. Und dann redet der Dings hier vorne, der Moderator, der Mann im schwarzen Poncho,
der Mönch, ne? Von der holigen Bimbel, weil wenn man für die geile Location keine Miete bezahlt, sind 10 Minuten Infomercial echt okay. Irgendein Vater spielt immer Halleluja auf einer rostigen Trompete und alles weint. Die Hälfte vor Rührung, die andere Hälfte, weil es sich anfühlt wie bei der professionellen Zahnreinigung. Ne? So. Immerhin muss man sich keine Gedanken über ein Geschenk machen. Das Brautpaar wünscht sich Geld für eine Schrankwand. Das Glück ist perfekt. Ja, ich gucke immer nach dem 5. Lecco, Schmecco, Prosecco auf meine Schuhe, bei denen so langsam der Lack abgeht, und frage mich, wissen die das nicht? Dass man heute im Schnitt 86 wird? Dass sie sich statistisch mit spätestens Ende 30 scheiden lassen, und mit Ende 30 fängt alles an zu hängen und man versucht mit so einem photogeshoppten Tinder-Bild noch irgendwas zu reißen oder bleibt auf der Ü40-Party bis zum Reste ficken? Resteficken ist das traurigste Wort, das die deutsche Sprache zu bieten hat. Man bleibt so lange auf einer scheiß Party, bis alle, die nicht ganz so erbärmlich aussehen, jemanden gefunden haben und der traurige Bodensatz kurz vor Licht an blau genug ist, dass der Trieb den Ekel überwindet. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, es war dunkel und wir waren die Letzten. Oh. Melly sagt, sie will sich gar nicht ausleben. Das ist okay, ich will keine Schrankwand. Menschen sind verschieden. Nur manchmal, in einer kalten Sommernacht, kann man Tore sehen, wie er am Meer steht und ruft. Manche, manche Timpete. Butsche, Butsche, Innesee. Meine Frau, die Melly will. Lauter Chance, den ich nicht will. Aber da muss er sich sputen, der Baumarkt macht gleich auf. Sie haben ein neues Projekt, Carport ist fertig. Jetzt zimmern sie eine Sauna ins Reihenhaus, in der nächste Saison die Gartenmöbel schimmeln. Oh. Meine Frau und ich haben uns geschworen, uns nie scheiden zu lassen, weil wir beide einfach so Angst vor Tinder haben. Und ganz ehrlich, ich mache mir da keine Illusionen. Es ist ja, ich bin ja ehrlich zu mir selber. Ne? Jetzt mit den Kindern ist unsere Schlafenszeit 8:45. Man muss da ehrlich sein, wenn man also. Findest du? Ja. Hallo. Das ist fürs Resteficken auf der Ü40-Party eindeutig zu früh. Vielen Dank. Florian Hacke. Vielen Dank. Ja, da muss ich sagen, da habe ich natürlich auch ein bisschen geschluckt bei dem fatalen Terminus. Habe ich lange nicht mehr gehört. Reste ficken. Zumal meine Eltern mir mal gestanden haben, dass sie sich auch quasi unter ähnlich dubiosen Umständen kennengelernt haben. Also bei eben so einer, wie nennt man das im Prinzip, bei so einer Rückständebegattung. Und, aber ich meine, sie haben mich nicht unter diesen Umständen gezeugt, Gott sei Dank, sondern nur meine Schwester. Und...